Herzlich willkommen zu einer weiteren Fesselzeit. In dieser Folge zeige ich euch eine Hogtie Suspension. Was braucht ihr dafür? Ein sexy Modell. Natürlich jede Menge Seil. Was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben eine Oberkörperfestung gemacht, wir haben eine Unterkörperfestung gemacht. Die Unterkörperfestung ist eigentlich nur zur Zierde. Wir werden sie gleich nutzen, um ihr Gewicht noch ein bisschen was zu entlasten. Das heißt Zierde? Ja, das hat überhaupt gar keinen Zweck, außer dass es dir Spaß machen kann. So, wir hängen dich jetzt, auf. Okay. Das muss nicht immer alles Sinn machen, das muss Spaß machen. Das ist der Punkt. Mhm. Dann hängen wir mich jetzt zur so Zirde auf. Wir hängen dich jetzt zur Zirde auf. Zirde. Und so. Wir machen wieder unser Single Cunning Tie, den wir ja halt jetzt schon des Häufigen gemacht haben, insbesondere bei Hängebondages. Bei Hängesachen ist halt dieser Single Cunning Tie einfach nur sehr schwierig, naja, finde ich zumindest, zu knoten, weil es sind nicht zwei Armlinien, die übereinander hängen, sondern es sind halt zwei Seile, die durcheinander durch andere Seile abgelenkt werden. Da muss man ein bisschen was die Übersicht wahren, aber das kriegt man mit der Zeit, kriegt man das hin und weiß, wo welches Seil entlang läuft, hoffentlich. Also vom Prinzip her, so wie wir es gerade auch schon gemacht haben. Und ein bisschen was brauche ich noch. Und diese beiden Seilenden, die hole ich mir jetzt noch dazu. Macht euch da keinen Kopf, wenn das alles ein bisschen was durcheinander aussieht und wenn es alles ein bisschen was durcheinander ist. Das kriegt man mit der Zeit hin. Und ich bin manchmal auch immer wieder freudig überrascht, dass es funktioniert. Wunderbar. So, wir haben also unseren Knotenhaufen hier gemacht, führen das Seil durch den Suspension Ring, haben hier wieder unsere Schlaufe und nutzen diesen Flaschenzug-Effekt, aufpassen, dass die Haare nicht dazwischen sind, und können jetzt das Modell an der Stelle ein bisschen was hochziehen. So. Und hier könnte man eigentlich schon anfangen, ein bisschen was zu spielen. Wir können sie noch ein bisschen was nach oben setzen, wir können sie auf die Zehenspitzen stellen, aber machen wir jetzt nicht, sondern wir machen unser Modell einfach nur fest. Wir benutzen hier wieder unsere halben Schläge, ne, an dem dicken Ende, um, ich sage jetzt einfach mal, sie zu fixieren. Drei halbe Schläge reichen in der Regel aus. Wunderbar. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen ihre Füße hier oben befestigen. Mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Hier ist mal so. Wir starten mit einem Single Column Tie. Das heißt, wir machen 1, 2 Wicklungen. Ups. Und schließen das mit einem Kreuzknoten ab. Das ist egal, wo wir das knoten, wir können das hier anschließend wunderbar verschieben. Ich schiebe das hier einmal außen rum. Ich nehme das Seil, schiebe das hier oben durch den Ring. Und genau, leg mir dein Bein an. Und wir legen das Seil jetzt hier unter den Oberschenkel. Ich muss das mal hier rüberkommen. Halten die Sachen hier zusammen. Gehen noch einmal um das Bein rum. Machen hier wieder unsere Überkreuzung. Und mit dieser Überkreuzung haben wir eigentlich hier alles abgesichert. Und machen jetzt noch hier unsere halben Schläge. Und haben das erste Bein fest. Okay. Zwischendurch erkundigt euch ruhig nach dem Wohl eures Modells. Es kann durchaus unangenehm sein, wenn irgendwo was nicht in Ordnung ist, irgendwas drückt. Sagt das Modell Bescheid und dann kann sofort das Problem lösen.
Das gleiche machen wir mit dem zweiten Bein. Wieder ein Single-Column-Teil. Kreuzknoten auf. Eins. Zwei. Wir machen das gleiche, was wir mit dem Bein gemacht haben. Auch mit dem Bein hier. Suchen uns eine freie Stelle. Heben das Modell so hoch. Das ist etwa auf der gleichen Höhe, das ist die Gerade. Geht bei dir? So, Beine auseinander. Perfekt. Überkreuzen hier die Linien. Holen uns das Seil hier durch. Und wir sehen, jetzt hält es schon. Und wir machen dieses Seilende nur noch hier fest. Mit unseren drei halben Schlägel. Und wunderbar, das Modell hängt. Bin auch ein bisschen was schief. Wir können das noch nachjustieren, indem wir dann halt das hier wieder lösen. Aber jetzt muss man aufpassen, es drückt enorm hier auf den unteren Rücken und wir müssen sie hier an den unteren Rücken entlasten. Das machen wir jetzt sofort. Wir haben ja jetzt hier unsere Unterkörperfestung. Ich mache hier wieder ein Single-Column-Teil rein. Gehe hier oben durch den Ring. Und hebe das Modell ein bisschen was hoch. Und es sollte jetzt besser sein? Mhm. Okay. Und wir haben jetzt den unteren Bereich entlastet. Das können wir auch nochmal hier drüber legen. Wird gerade eng am Ring da oben. Und machen Sie dann entsprechend hier fest. Ja, mit unseren halben Schlägen. Wunderbar. Und wir haben jetzt eine Hogtie Suspension. Sie kann also nicht mehr viel machen. Ihr habt Spielraum frei. Und eigentlich ist noch alles erreichbar, was erreichbar sein soll. Für was und wann auch immer. Und wir können jetzt anfangen zu spielen. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Ach so. Machen wir später. Generell, wir müssen sie jetzt natürlich abhängen. Das machen wir genauso, wie wir sie hochgehangen haben in umgekehrter Reihenfolge. Wir fangen also mit der Entlastung hier, mit der Entlastungslinie an. Bist du denn genug entlastet? Mhm. Ja? Ist ja ganz aufgehauen. Dann trifft es ja wenigstens mal den richtigen. Okay, vorsichtig. Und wir machen jetzt ein Bein nach dem anderen wieder ab. Halten das Bein hier fest und können so nach und nach. Stehst du? Yes. Yes. Dem Modell eine Pause gönnen. Wir können sie natürlich jetzt wieder aufhängen, aber wir machen sie jetzt mal los. Das gleiche auf dieser Seite hier. Okay.
stehst auf dem Seil. Ich stehe auf dem Seil. Ja. Und ich auch klar stehe, als Mann. Ja, das war eine Hochzeitssuspension. Und das war es auch wieder für diesen Teil. Ich freue mich, wenn ich euch im nächsten Teil wiedersehe. Bis dann. Ciao.